Jetzt begrüße ich erstmal Raul. Wir wollen mit ihm sprechen über sein Buch Wir Untoten des Kapitals, über politische Monster und einen grünen Sozialismus. Ja, Was ich ich halte es auch mal hoch. gut, ich halte es auch gerade hoch. Das Buch hatte ich gelesen vor ein paar Monaten und es hatte mich also wirklich begeistert, ehrlich gesagt. Weil es ja eine ganz umfassende Darstellung ist. Das geht also von der Kritik am Wachstumsfetischismus über eine Kritik auch realsozialistischer Modelle zu den Ingredienzen eines guten Lebens, wie wir uns das heute vorstellen, einen gelungenen Stoffwechsel mit der Natur, die Frage, wie Veränderungen heute aussehen können und auch wie sie überhaupt machbar sind. Und was in dem Titel schon gesagt wird, die Untoten des Kapitals, also dieses Bild von den Zombies, das zieht sich irgendwie von vorne bis hinten durch. Wir sind die Untoten des Kapitals. Das Zombiehafte des Kapitalismus, ja, das ist klar, das begreifen wir alle. Aber auch die bürgerliche Demokratie war oder ist ein Zombie und auch der Sozialismus. Raul, das müsstest du vielleicht mal erklären. Ja, vielleicht erstmal auch von mir nochmal Hallo und danke für die Einladung. Für mich auch eine Premiere. Ich habe zwar im Sommer jetzt über Zoom auch schon mal im Kuhstall einen Vortrag gehalten für Attac Österreich, aber heute zum ersten Mal sozusagen im Kinderzimmer. Ja. Also das habe ich noch nicht gemacht, deswegen ist also für mich heute auch eine neue Erfahrung. Ich hoffe, ihr versteht mich einigermaßen. Das ist nämlich auch nicht mein Computer, aber ich hoffe, die Tonqualität ist in Ordnung. Vielleicht gibt mir der Karl-Heinz mal den Daumen hoch, wenn es in Ordnung ist. Ja, ja. Ton ist in Ordnung, das Bild ist ein bisschen verwaschen. Ja, ja. Gut. Ja, also mit dem Ausleuchten hier, wie gesagt, ich habe schon versucht, viel besser kriege ich nicht hin. Vielleicht erkläre ich also erstmal nochmal dieses Motiv des Zombies. Ich habe die Herausforderung war natürlich, ein Theoriebuch zu schreiben oder ein Buch über politische Aktivismus und Theorie, das vielleicht nicht nur die Leute erreicht, die sich sowieso mit den Fragen beschäftigen, was ja ein bisschen so das Problem, dass linke Literatur preaching to the converted meistens ist. Also man predigt denen, die sowieso schon mehr oder weniger Bescheid wissen und streitet sich dann über Detailfragen. Und ich wollte deswegen ein Buch machen, das eben in einem Essay-Format auch in einem Verlag wie bei Suhrkamp Leser findet. Das heißt eben auch Leser findet, hoffentlich außerhalb der Linken. Und habe deswegen mir, was damit Schreiben tatsächlich auch relativ schwierig war, die Aufgabe gestellt, jedes größere Kapitel und jede größere Frage eigentlich so anzufangen, dass die Fragestellung ja nicht als direkte Fragestellung daherkommt, sondern eben mit Beobachtungen aus dem Alltag, aus der Literatur, aus der Popkultur, aus Filmen und Serien. Und der Zombie ist natürlich eine große popkulturelle Figur. Und was mich an dem einerseits eben interessiert hat, war, dass es ganz gut ist, damit einzusteigen, weil der Zombie natürlich so ein was ist, was einem ständig begegnet, wenn man Filme und Serien guckt oder auch Computerspiele spielt, tue ich jetzt nicht, aber viele Leute machen das ja. Aber es ist natürlich auch deswegen interessant, weil es da um diese, ja, ein seltsames Zwischenzustand zwischen Leben und Tod geht. Und das ist ja etwas, was eigentlich die Kapitalismuskritik der Linken schon lange immer wieder begleitet hat. Also bei Marx geht es darum, dass das Kapital die tote Arbeit, die geronnene Arbeit ist, die über die lebendige Arbeit herrscht. Auch beim Fetischcharakter geht es um die seltsame Verdrehung zwischen Toten und Lebendigen. Also der Fetisch ist ja ein Kultgegenstand, der eigentlich ein Gegenstand, der eben so scheinbar der zu handeln scheint, der scheinbar zum Leben erweckt wird. Und dieser Fetischcharakter bei Marx ist ja dann auch, dass zum Beispiel in wahren Beziehungen es eben so wird, dass man der Ware oder dem Geld handelnden Charakter zuschreibt, handelnde Eigenschaften zuschreibt und umgekehrt aber die menschlichen Beziehungen, die sozialen Beziehungen verdinglicht werden und als was Totes erscheinen. Und ich glaube, dass man heute eigentlich das beschreiben, eigentlich behaupten kann, dass diese Herrschaft des Toten oder Untoten, dieses Halbtoten, des Zombiehaften über unser Leben eine Intensität erlangt hat, wie es vielleicht in der Geschichte noch nie so der Fall war. Einfach deshalb, weil der Kapitalismus alle Bereiche
der Gesellschaft und auch alle geografischen Räume des Planeten durchdrungen hat. Also diese kapitalistische Landnahme, würde ich sagen, ist also weitgehend abgeschlossen. Und das merken wir in ganz vielen Bereichen. Also wir konstatieren, dass sich unsere Innenstädte seelenlos anfühlen. Das ist eine ganz einfache Beobachtung. Niemand geht mehr in den Innenstädten spazieren. Alle Leute kaufen entweder bei Amazon oder in Shopping-Malls ein. Und das liegt natürlich daran, dass die Stadtplaner zu blöd wären, sondern es liegt daran, dass das Kapital eben auch Grund und Boden, also die Immobilien, die Innenstädte eben zur Ware gemacht hat und im Rahmen dieser Entwertsetzung dann eben Geschäftsgegenden oder Innenstädte eben verdrängt werden durch Orte, wo noch schneller Waren umgesetzt werden können, nämlich den Shopping-Malls. Oder wir haben das Phänomen, oder bei Amazon ist dann natürlich noch drastischer, dass es eben komplett sozusagen aus den Räumen raus verschwindet und dann noch per Post zu uns kommt. Wir haben das aber auch zum Beispiel in der Lohnarbeit schon lange, also die entfremdete Arbeit, die ja was Untotes hat, dass Menschen sich fühlen wie die Verlängerung einer Maschine, ja, am Fließband oder die Kassiererin. Wir haben in der Konsumhandlung oft eigentlich die Erfahrung, dass wir gar nicht mehr zum Genuss konsumieren, sondern in erster Linie, weil wir sozusagen einen Status erwerben wollen. Und so, glaube ich, kann man über ganz viele Bereiche sagen, dass sich dieses Halbtote, dieses Untote, dieses Zombiehafte unseres Lebens bemächtigt hat. Und das, glaube ich, ist eben ein wichtiger Ausgangspunkt, um auch zu fragen, ob es nicht in dieser Welt der Differenz, der vielen Unterschiede, der vielen Debatten auch über unterschiedliche Unterdrückungsverhältnisse, über unterschiedliche subjektive Erfahrungen, unterschiedliche Kulturen, ob es da nicht auch was gibt, was uns sehr stark zusammenführt und homogenisiert. Und meine Behauptung wäre eben, das Kapitalverhältnis hat eigentlich eine Homogenisierung erreicht, eine globale Homogenisierung, wie sie nie zuvor vorhanden war. Und dass es deswegen auch Sinn macht, sozusagen dieses Kapitalverhältnis und seine Eigentumsverhältnisse auch wieder in den Mittelpunkt von was zu stellen. Und deswegen messe ich dieser Frage so eine große Bedeutung bei. Du hast jetzt aber auch gleich noch nach dem Zombiehaften des Sozialismus gefragt. Also das ist natürlich klar, wenn man den historischen Sozialismus anguckt, also der ist natürlich nichts, was man als Modell anpreisen kann, nicht nur wegen der Propaganda, auch wegen der Propaganda, aber der sozialistischen, antikommunistischen Propaganda, aber auch wegen den realen Erfahrungen, wenn wir zurückdenken an Gesichter der russischen Nomenklatura oder auch der DDR-Führung, alles alte Leute, alles alte weiße Männer über 75. Ich meine, da war das Zombiehafte ja sozusagen schon in eine Parteiform gegossen. Und deswegen ist natürlich eine große Frage, warum man den Begriff überhaupt verwenden will. Das kann ich vielleicht dann auch schon mal kurz vorwegnehmen. Ich tue das eben deshalb, weil ich glaube, dass die sozialistische Bewegung eigentlich die einzige politische Kraft und politische Theorie war, die der Eigentumsfrage zentrale Bedeutung beigemessen hat. Und ich glaube, dass das Charakteristische für die Gesellschaft, in der wir leben, ist eben tatsächlich das Eigentumsverhältnis. Natürlich gibt es viele Formen von Unterdrückung, aber alle diese Unterdrückungsverhältnisse haben auch, also Rassismus, Patriarchat, auch natürlich die Unterdrückung von Klassen, all das hat mit Eigentumsfragen zu tun. Und wir wissen es im Prinzip ja auch, also wenn wir dieser Satz, den Kinder schon kennen, Geld regiert die Welt, sagt ja, dass politische Macht, gesellschaftliche Macht, soziale Macht ganz stark eben mit dieser Eigentumsfrage verknüpft ist. Und das ist eben mal der Grund, warum ich glaube, warum man den Sozialismusbegriff weiterhin benötigt, obwohl er historisch so diskreditiert ist. Und deswegen ist natürlich die Aufgabe, ihn neu zu füllen. Und das ist dann sozusagen der Grund, warum ich vom Zombiehaften des Sozialismus zu der Frage komme, wie man einen Sozialismusbegriff anders fassen könnte. Genau, also sag mal, stellst ja nicht nur fest, dass die Eigentumsfrage ganz zentral ist, sondern dass das ja die Lösung der Eigentumsfrage, die ja der Realsozialismus in irgendeiner Form versucht hat, allein nicht ausreicht, um heute ein tragfähiges Modell zu schaffen, was also auch mit den heutigen Krisen, also ich sage nur Klimakrise, Verkehrswende etc. pp.,
wo wir die Beispiele haben, dass der Realsozialismus, der hat kräftig Atomkraftwerke gebaut, der hat kräftig Kohle verstromt und so weiter. So geht es ja nicht weiter. Ich muss nur noch ganz kurz einführen, das ist das Sozialistische Forum Rheinland, Entschuldigung, das mir eben nicht eingefallen ist. So. Dass dir das nicht eingefallen ist, natürlich auch lustig, weil wir ja die ganze Zeit jetzt über Sozialismus reden. Ne? Ja, ja, ich 2 Jahre vor deiner Zombie-Schwelle stehe, also das ist mit 5. nein, das war der Stichwort von dir war natürlich ganz wichtig gerade und natürlich auch, was ich gerade vergessen habe oder noch nicht gesagt habe. Denn eigentlich das Interessante an dem Motiv des Toten oder Halbtoten ist natürlich auch, dass der Kapitalismus eine Zerstörungsmaschine ist und dass das ja immer stärker auch in den Blick rückt, dass das grundlegende gesellschaftliche Problem gar nicht mehr oder zumindest nicht mehr ausschließlich das ist, dass viele Leute ausgegrenzt werden und viele Leute an den Rand gedrängt werden in kapitalistischen Eigentumsverhältnissen, sondern das grundlegende Problem, was vielleicht noch dramatischer ist, dass dieser Kapitalismus nicht nur den Arbeiter auslaugt und Leute eben in die Armut stürzen lässt, sondern dass er eben auch das Lebensnetz zerreißt, in dem wir und unsere Gesellschaften sich bewegen. Und das ist, glaube ich, das, was wirklich auch als Herausforderung für linkes Denken nochmal ganz neu dazukommt. Also von Elmar Altvater, einem Politikwissenschaftler, bei dem ich noch studieren durfte, gibt es immer dieses, oder nicht immer, aber gibt es ab den ungefähr 2004 in seinen Büchern einen sehr schönen Begriff, der also die Frage aufwirft, womit wir es eigentlich zu tun haben. Elmar Altvater sprach nämlich davon, dass der Kapitalismus nicht nur eine Produktions- und Konsum- und Lebensweise ist, sondern er sei sowas wie eine Trinität, eine trinitarische Einheit. Und diese Dreieinigkeit ist eben neben dieser kapitalistischen Produktions-, Konsum- und Lebensweise als zweiter Punkt die kartesianische Weltsicht, also die Weltsicht, die Philosophie von Descartes, also diese Trennung des denkenden Subjekts von seiner Umwelt, was dann in der Schlussfolgerung auch bedeutet, dass der Denkende, in der Regel Mann, Philosoph, männlich, sozusagen die Welt, die Natur um sich herum kolonisiert und in Besitz nehmen kann und da auch Ansprüche drauf formulieren kann. Also das ist ein bestimmtes Subjekt-Objekt-Verhältnis sozusagen mit impliziert, diese Philosophie. Ich bin jetzt nicht Philosoph, um das beurteilen zu können, aber das ist, was Elmar und auch viele andere sozialökologische Theoretiker schreiben zu Descartes. Und als dritter Punkt dazu das Energiemodell, also das fossile Energiemodell. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, was wir uns auch wirklich vergegenwärtigen müssen. Der Kapitalismus hat ja so unglaubliche oder auch der technologische Fortschritt, egal wem man es zuschreibt, der hatte sehr vor allen Dingen deshalb so große Reichtum- und Wohlstandsgewinne in den letzten 200 Jahren ermöglicht, weil die Arbeitsproduktivität stieg. Das heißt, weniger Arbeiter konnten mehr Produkte herstellen. Und das war nur möglich, also natürlich auch weil es Maschinen gab, weil man Maschinen erfunden hat, aber die Maschinen müssen ja angetrieben werden. Also wenn man Arbeitskraft von Menschen ersetzt durch Maschinenkraft, dann braucht man Energie. Und diese Energie wäre mit Holz, also man konnte natürlich auch mit Holz Dampfmaschinen bauen, aber das wäre sehr schnell an eine Grenze geraten, weil das Holz muss nachwachsen. Also normale, natürliche Kreisläufe sind langsam. Das war immer Elmars Argument und Elmar Altvaters Argument. Und die fossilen Brennstoffe, also erst Kohle, dann später Öl, die haben sozusagen den Vorteil, dass sie unglaublich hohe Energiedichte im kleinen Raum haben, weil die Natur sozusagen uns die Arbeit für uns über Millionen Jahre erledigt hat durch die Komprimierung eben der Kohlenstoffe. Und dass diese Freisetzung dieser Energie war eigentlich ein wesentlicher Bestandteil dieses technologischen und Produktivitätsschubs der letzten 200 Jahre. Und wenn man jetzt das also als Bezugspunkt nimmt, also wenn man sagt, okay, aus ökologischen und sozialen Gründen wollen wir den Kapitalismus überwinden, dann muss uns klar sein, dass es nicht nur darum geht, die Produktions- und Lebensweise und Konsumweise zu verändern, nicht nur die Eigentumsverhältnisse zu ändern, sondern wir müssen auch unsere Art, die Welt zu sehen, verändern und wir müssen das Energiemodell verändern. Und dass das wirklich noch ein viel größerer Weg ist, wird vielleicht auch dann deutlich, wenn man, ich habe gerade die Tage aktuelle Statistik gesehen, über die Entwicklung seit 1965 der Primärenergiequellen.
Und wir reden ja immer von der Energiewende und dass die erneuerbaren Energien so auf dem Vormarsch seien. Wenn man sich also die Statistiken anguckt, man erschrickt wirklich. Es gibt, wenn man den Gesamtenergieverbrauch anguckt und nicht nur den Stromverbrauch, dann stellt man fest, dass also die Fossilen weiter enorm gewachsen sind und dass der Anstieg der erneuerbaren Energien minimal ist bisher. Also man merkt, diese Überwindung des bestehenden fossilen Energiemodells ist wirklich eine gigantische zivilisatorische Aufgabe, die unser Leben radikal verändern wird. Und ich glaube, das zeigt eben auch nochmal, dass wir auch wirklich ambitionierter denken müssen, als die Linke das im 20. Jahrhundert gemacht hat. Die Linke im 20. Jahrhundert hat ja sehr stark eigentlich das Akkumulations- und Entwicklungsmodell des Kapitalismus kopiert. Ja, also über die Sowjetunion wurde das ja oft gesagt, man hat eigentlich versucht, den Kapitalismus und die kapitalistische Industrialisierung, die nachholende Industrialisierung unter staatlicher Führung zu wiederholen. Und ein ganz ähnliches Effizienzmodell auch angelegt. Also Lenin hat sehr bewundernd über die fordistische Fabrik gesprochen, über die tayloristische Arbeitsorganisation, das Fließband. Und daran sieht man schon, dass also viele Dinge, sozusagen die Schienen, auf denen man sich bewegt hat, waren identisch oder zumindest ähnlich. Und man steht heute vor der Aufgabe, dass man also tatsächlich in ganz anderen ökonomischen Begriffen denken muss. Und man muss sich auch vergegenwärtigen, dass die zentrale ökonomische Frage eine ganz andere ist, nämlich die Frage der Nationalökonomie war, woher kommt der Reichtum, woher kommt der Wert, was ist wertschöpfend, wie lässt sich Arbeitsproduktivität steigern und später dann von links die Frage, wie lässt sich der Reichtum anders verteilen. All diese Fragen sind natürlich nach wie vor auch wichtig, aber viel entscheidender ist mittlerweile die Frage, auch deshalb, weil eben viele die Grundversorgung mit Gütern eigentlich kein Problem mehr sein müsste, ist eine ganz andere Frage viel wichtiger geworden, nämlich wie begrenzen und reduzieren wir den Stoffwechsel mit der Natur? Also wie verändert sich dieser Metabolismus? Und das ist die große Frage und das ist auch der Grund, warum also Sozialismus, wenn er neu gedacht wird, als ökologischer Sozialismus sich eine ganz andere Hauptfrage stellen muss, nämlich diese Frage nach der Sorge um die natürlichen Kreisläufe. Also du sprichst ja auch explizit den Green New Deal an und das bezieht sich ja auch auf auf den alten New Deal von Roosevelt. Das war sozusagen das Modell eines keynesianischen Wachstumsmodells, was ja sehr stark eben darauf beruhte, dass man also über Investitionen auch in Gemeinwirtschaft alles sehr schöne Sachen, die wir auch als Linke sicherlich sehr gut finden, aber im Prinzip war das ein Wachstumsmodell. Und du diskutierst das ja, sagen wir, erstmal ein bisschen kritisch und sagst dann aber nachher, ja, also wir müssen doch an dem Green New Deal festhalten oder den irgendwie neu besetzen. Ne? Aber irgendwie scheint es doch ein Modell, also des Keynesianismus zu sein, das eben auf Wachstum setzt. Und das ist ja das, was, wie du auch sagst, nicht mehr so richtig funktioniert. Ne? Genau, das ist auch ein Grundproblem, wenn man den Begriff verwenden will. Also ich kann noch mal ein bisschen erläutern, warum ich den Begriff überhaupt einführe in dem Buch. Also mir ging es im ersten Kapitel des Buchs auch noch mal, nachdem ich das Zombie-Motiv sozusagen verwendet habe, um Leute ins Buch zu locken, die sich nicht für politische Fragen interessieren, habe ich versucht zu fragen, was ist eigentlich heute noch links? Weil ja in den letzten Jahren viel Verwirrung auch darüber herrschte, wie verhält man sich eben zu sozialen Bewegungen, wie feministisch muss eine Linke sein, wie antirassistisch. Da habe ich eben versucht, nochmal nachzuzeichnen. Naja, im Prinzip hat die Linke immer schon einen differenten Universalismus vertreten, hat immer schon versucht, unterschiedliche Kämpfe von Unterdrückten zu verbinden und sich auch immer wieder neue Fragen gestellt. Also ich habe versucht, erstmal zu verteidigen, dass es, was die langfristigen Grundlagen oder was die Grundlagen des linken Projekts angeht, eigentlich die Verwirrung nicht so groß sein müsste, dass auch die Verwirrung nicht so groß sein müsste, was die langfristigen Ziele sind, also dass unsere langfristigen Ziele nach wie vor die Durchsetzung egalitärer, demokratischer, solidarischer Verhältnisse sind. Mit demokratisch meine ich eben auch umfassend demokratisch. Linke Kritik wäre in dem Zusammenhang, dass es da eben auch eine Demokratisierung des Ökonomischen, des Wirtschaftlichen gehen muss, was eben das große Problem sozusagen der liberalen Demokratie ist.
Und dass es dafür eigentlich aber auch sehr genaue und durchdachte Ansatzpunkte gibt. Also das ist ja auch immer so, die Linke weiß nicht, was sie will. Versuche ich nachzuzeichnen. Nee, also wir haben, wenn man sich das Wahlprogramm der Linken anguckt oder von Labour jetzt unlängst oder auch die Programme von der Gewerkschaften, da steht ganz viel drin oder auch von einzelnen Bewegungen, Frauenbewegungen zum Beispiel zum Frauenstreik. Da stehen sehr viele konkrete Reformideen drin, die man morgen umsetzen könnte oder zumindest anfangen könnte. Also angefangen von der Vermögensteuer über den Ausbau der öffentlichen Infrastrukturen, über Ausbau wirtschaftsdemokratische Elemente, über Nachhaltigkeitsrevolution, über eine drastische Reduktion, eine Dekarbonisierung der Wirtschaft. Also es gibt ein Reformvorhaben, die sind eigentlich klar. Und dann habe ich das versucht, so ein bisschen zu gliedern, habe gesagt, okay, sagen wir mal sechs Hauptbereiche, was wären denn eigentlich so Reformprojekte, die man ja vorschlagen könnte gesellschaftlich, weil ich eben auch wichtig finde, dass man konkrete Ideen, es nützt ja nichts zu sagen, wir müssten alles anders machen, da kann sich ja keiner was vorstellen, sondern man müsste ja auch konkret benennen, was wären denn die ersten 100 Schritte, die man gehen wollte, wenn man die Möglichkeit hätte. Und dann habe ich eben gesagt, ja gut, solche Reformideen sind längst durchgerechnet und auch durchdacht. Und dann war eben die Frage, ja, also diese Reformdebatte läuft in einigen Ländern unter dem Begriff des Green New Deal. Und der ist insofern auch in den USA problematisch gewesen, weil er in den USA geführt worden ist von Thomas Friedman, also einem eher neoliberalen Autor, einem Kolumnisten der New York Times, der damit eigentlich nur sagen wollte, dass die USA eine intelligentere Industriepolitik machen sollten. Und die Linken um Bernie Sanders und andere haben den Begriff dann aber aufgegriffen und versucht, von links zu füllen. Und Labour hat das Gleiche gemacht. Das Labour-Wahlprogramm tatsächlich vorletztes Jahr war sehr, oder letztes Jahr, hat viele auch Klimagerechtigkeitsfragen aufgeworfen, also Fragen der internationalen Gerechtigkeit. War so ein Reformprogramm, was wirklich interessant war. Und wir im Parteivorstand der Linken, was ja für mich auch ein Diskussionsrahmen ist, den ich ernst nehme und der ins Buch eingeflossen ist, haben überlegt, macht es Sinn, über Reformen nachzudenken und dafür einen neuen Begriff sich auszudenken? Und manche waren da sehr dafür und haben gesagt, lasst uns mehr über Ökosozialismus reden, oder manche haben gesagt, lasst uns über einen ökologisch-solidarischen Systemwechsel reden. Das hat Bernd Rixinger, glaube ich, als Buchtitel. Und wir haben aber auch, und Bernd Rixinger hat das auch vertreten, aber auch gesagt, naja, solange es eine internationale Debatte gibt, sollten wir diesen Begriff aufgreifen, um uns in dieser Debatte zu verorten. Und damit ist eben ausdrücklich nicht gemeint, anzuknüpfen. Also man muss ja sowieso ein bisschen das relativieren. Der New Deal war ja gar nicht so eindeutig ein Reformprogramm von Roosevelt, sondern man muss das, glaube ich, oder kann das zumindest auch verstehen, als einen Zyklus der sozialen Kämpfe in den USA. Es gab eine schwere Krise, es gab heftige Arbeiterbewegungen, auch Bauernbewegungen. Und es gab dann eben mit Roosevelt einen Präsidenten, der gesagt hat, also wenn es diesen gesellschaftlichen Druck gibt, dann versuche ich den sozusagen politisch zu verlängern, der also offen war für diese Forderung. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass das so ein klar umrissenes Umbauprojekt gewesen wäre, sondern es hat sich auch viel aus der Dynamik der sozialen Kämpfe ergeben. Und ich glaube, in dem Kontext könnte man an den Begriff des Green New Deal vielleicht auch anknüpfen. Da muss man auch noch dazu wissen, dass dieses Begriff des New Deal heißt einfach Karten neu austeilen, ja, also man die Karten neu mischen. Das ist eigentlich der Begriff, der da auf Englisch dahinter steckt. Und in dem Sinne könnte man also sagen, Green New Deal verstanden als ein Versuch eines Reformprojekts, was einhergeht mit sozialen Kämpfen, sozialen Auseinandersetzungen, das tatsächlich grundlegende gesellschaftliche Transformationen ermöglicht oder da zumindest eine offene Flanke hat. Das würde mich daran interessieren. Aber der Einwand ist völlig richtig. Wenn man darunter versteht, eine Konjunkturpolitik des Staates, die darauf setzt, dass es eine neue Wachstumsära gibt, das wäre gar keine Lösung. Das ist auch das Problem gerade bei dem Green New Deal, den die Europäische Union mittlerweile vertritt. Das Versprechen, dass man durch technologische Lösungen den Kapitalismus nachhaltig machen könnte, dieses Versprechen ist völlig falsch. Also das kann man wirklich an ganz vielen Neuerungen der letzten Jahre beobachten. Ein Punkt, den ich vielleicht ganz kurz da skizziere, Digitalisierung. Das wurde uns vor 20 Jahren verkauft als ein Ausstieg aus der braunen, schmutzigen Ökonomie in eine
virtuelle ökologische Ökonomie. Und mittlerweile kann man wirklich ganz überall auf der Welt beobachten, dass Digitalisierung natürlich auch eine stoffliche Seite hat. Wir wissen, dass die Rechenzentren des Internets mehr Energie verbrauchen als der weltweite Flugverkehr. Also es gibt Berechnungen, die sagen, das Streaming im Internet verbraucht, trägt genauso stark zum Klimawandel bei wie das Fliegen. Aber natürlich noch viel dramatischer an der Digitalisierung sind die ganzen Rohstoffe, die für die Computer und Leitungen benötigt werden. Wer mal in Lateinamerika war, weiß es vielleicht, dass es einen unglaublichen Bergbauboom gibt, auch in Afrika. In Lateinamerika ist es so, dass in vielen Ländern 30, 40, sogar 50% des Territoriums als Konzessionen an Bergbaukonzerne vergeben worden sind. Peru, Chile, Kolumbien zum Beispiel, Mexiko. Und dieser Bergbau ist mittlerweile, also die Preise von Rohstoffen sind teilweise so hoch, dass es gar nicht mehr darum geht, Vorkommen zu finden, sondern dass in Spurenelementen gebundene Metall chemisch gelöst wird aus dem Erdreich. Das heißt, es werden riesige Flächen umgegraben und dann chemisch gelöst mit fürchterlichen Verheerungen, also natürlich alles abgeholzt, aber auch die Chemikalien werden dann natürlich auch einfach ins Wasser, ins Grundwasser gekippt. Also fürchterliche Konsequenzen durch diesen Bergbau. Und da sieht man, dass also diese vermeintliche virtuelle Ökonomie, dass die eine ganz starke stoffliche Seite hat. Und das stimmt natürlich für alles. Also es gibt keine technischen Lösungen des ökologischen Problems. Die technologischen Lösungen können dazu beitragen, dass wir sparsamer werden. Aber das Problem bisher ist, das gibt es auch viele Studien des Wuppertal-Instituts, dass jede technologische Lösung, die die Effizienz erhöht, sofort wieder aufgehoben wird, dadurch, dass der Verbrauch steigt. Also wir haben bessere Motoren, aber bauen teurere Autos, SUVs, nicht teurere, sondern schwerere Autos. Und dadurch ist der Effizienzgewinn durch bessere Technologien sofort wieder aufgebraucht. Und das ist das Problem in kapitalistischen Wachstumszwängen, dass eben, selbst wenn etwas effizienter im Stoffwechsel wird, man versucht sofort mehr Produkte davon zu verkaufen und dadurch hat man am Ende dann doch wieder eine schlechte ökologische Bilanz als vorher. Das ist das große Drama. Und deswegen wird es keinen Green New oder keine grüne Wende unter kapitalistischen New Deal-Vorzeichen geben. Naja, jetzt sprichst du gerade so ein paar Widersprüche an. Du sprichst ja aber auch in deinem Buch so politische Widersprüche an. Also auf der einen Seite machst du deutlich, es hat ja auch sozusagen Reformen gegeben, die also auch eine politische Bewegung aus der Minderheit heraus erreichen konnte. Du fängst mit der Sozialgesetzgebung an, nach 45, die 68er-Bewegung. Und dann bringst du aber Beispiele dafür, wo linke Regierungen im Grunde kläglich gescheitert sind. Also angefangen von Mitterrand, dann können wir über Venezuela reden und über Bolivien und so weiter, wo sich also ja verschiedene Sachen, also einmal so politische Entwicklungen, die offenbar zwangsläufig in diesen sozialistischen Strukturen sind, sich immer wieder wiederholt haben und wo eben auch die ökonomischen Zwänge nicht durchbrochen wurden. Und auf der anderen Seite stellst du dann aber auch fest, solche Fragen wie Verkehrswende, Klimawandel, Geschlechtergerechtigkeit und so weiter, das sind und Auslandseinsätze, das sind inzwischen alles Fragen, die fast oder die oft sogar richtig mehrheitsfähig wären. Und trotzdem, wir bewegen hier nichts, sondern die Sozialdemokratie, die schmiert immer weiter ab und zieht natürlich auch die Linke mit in ihren Abgrund ein wenig jedenfalls. Ja, das ist so ein widersprüchliches Bild. Und trotzdem kommst du ja irgendwo zu einem, ja, ich finde schon einen optimistischen Ausklang. Du sagst irgendwie Bewegungen und institutionelle Veränderungen müssen wir zusammenbringen. Aber ja, was überwiegt da für dich sozusagen das Negative oder das Positive? Ja, du hast jetzt sozusagen den zweiten Teil des Buches auch natürlich elegant versucht, noch kurz zumindest zu skizzieren. Das sind natürlich sehr viele Fragen, die damit aufploppen. Also ich habe mir in der zweiten Hälfte des Buches sehr stark die Frage gestellt, weil ich das für das Grundproblem halte. Ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass die Linke nicht weiß, wie die Gesellschaft besser und solidarischer aussehen, funktionieren könnte, sondern das Problem ist,
dass wir nicht die gesellschaftliche Macht haben, um Dinge durchzusetzen. Also mit wir meine ich jetzt nicht die Linke als politische Partei, sondern sozusagen die emanzipatorischen Bewegungen oder die unteren Klassen, die ein Interesse auch daran haben, dass Verhältnisse egalitärer und demokratischer werden. Und woran liegt es? Und da versuche ich dann eben nochmal nachzuzeichnen. Also zunächst mal dieses Paradoxon, dass man sagen kann, die Revolutionen sind gescheitert, kann man sicherlich für die meisten Länder so sagen. Also Russland ist heute sicherlich reaktionärer und aussichtsloser die Lage als wahrscheinlich Anfang des 20. Jahrhunderts noch oder ähnlich verheerend. Also für den Reformismus kann man auch sagen, in den meisten Ländern, so wie du gerade schon skizziert hast, also die sozialdemokratischen Parteien, die Arbeiterparteien sind weitgehend fragmentiert oder, ja, oder in die Bedeutungslosigkeit gerutscht. Die Gewerkschaftsbewegungen sind auch nicht stärker geworden. Und aber auch die Nischenprojekte, also das, was Anarchismus, Kooperativen, also der Versuch, das Leben sozusagen im Alltag zu verändern, auch das kann man eigentlich konstatieren, ist stark an Grenzen geraten und auch schwächer. Die Genossenschaftsbewegung war vor einigen Jahrzehnten und auch Ende des 19. Jahrhunderts auch schon mal sehr viel stärker als heute, ne? Und ich glaube, also da könnte man, wenn man das so skizziert, dann würde man eigentlich sagen, naja, eigentlich alle wichtigen Stränge sozusagen linker Transformationspolitik sind an Grenzen geraten oder gescheitert. Das wäre der pessimistische Blick. Und der optimistische Blick wäre aber auch darauf hinzuweisen, naja, in den letzten 200 Jahren sind unglaublich viele soziale und demokratische Errungenschaften erzielt worden, was uns immer so ein bisschen runterrutscht. Also wir glauben immer, das allgemeine Wahlrecht wäre von den Liberalen eingeführt worden. Das ist natürlich großer Blödsinn. Also die Liberalen waren, liberale Theorie auch, war überall in Europa dafür, dass es, wenn überhaupt, Demokratie, oft waren sie auch Monarchisten, aber da, wo sie Demokraten waren, waren sie dafür, dass es eine Demokratie der Vermögensbesitzer und Steuerzahler sein sollte. Und das allgemeine Wahlrecht auf die Tagesordnung gesetzt wurde, lag nur an der Arbeiterbewegung und an der Frauenbewegung, die mit den Suffragetten sich das erkämpft haben. Auch die Abschaffung der Sklaverei, das geht nicht auf liberale Denker zurück. Jefferson zum Beispiel war Sklavenhalter, obwohl er die US-Verfassung mitgeschrieben hat, wo ja angeblich drinsteht, alle Menschen sollten frei sein. Aber die Schwarzen waren nicht gemeint. Dass die Schwarzen sich befreit haben oder frei geworden sind, hatte damit zu tun, dass es soziale Kämpfe gab. Und dann auch, dass sich Leute damit solidarisiert haben. Aber das muss man konstatieren. Es waren die sozialen Kämpfe und auch diese komplementäre Kraft von reformistischen, radikalen und Alltagsprojekten, die, obwohl sie auf ihre Weise alle gescheitert sind, in der Verbindung dann auch alle gewirkt haben. Und wir haben tatsächlich, was egalitäre Verhältnisse angeht, zumindest in Teilen der Welt, einiges erreicht, vieles auch nicht erreicht, aber eben vieles eben auch erreicht. Ja. Und das muss man, glaube ich, erstmal konstatieren. Und dann stelle ich eben die Frage, wie ist es dazu eigentlich gekommen? Und meine Politisierungsbeobachtung seit den 80ern als Jugendlicher ist gewesen, dass dort, wo Mitte-Links-Regierungen im Amt waren, oft gar nicht keine Mitte-Links-Reformen gemacht worden sind, sondern oft auch neoliberale Reformen gemacht worden sind. Ich habe Spanien seit den 80ern sehr nah miterlebt. Also da ging das ja sogar so weit, dass die rechtsradikale Todesschwadronen aufgebaut haben. Die sozialdemokratische Innenminister hat sowas gemacht. Und die Arbeiterbewegung wurde zerschlagen, die Gewerkschaftsbewegung. Und das können wir in vielen Ländern beobachten. Ja, in England, Tony Blair, der war die Fortführung von Maggie Thatcher. Maggie Thatcher meinte mal, Tony Blair wäre ihr größter Erfolg gewesen. Also die Labour-Regierung ab 95 war es, glaube ich. Oder Rot-Grün. Auch da 98 bis 2005 in Deutschland. Viele Reformen, die die CDU nicht machen konnte, hat die SPD-Grünen-Regierung gemacht. Also viele neoliberale Reformen. Hartz IV, die Halbprivatisierung des Rentensystems, die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Also man kann tatsächlich sagen, Regierungsbeteiligung ist offensichtlich keine Garantie dafür, dass es eine linke Transformationspolitik gibt. Und umgekehrt, das hast du ja gerade kurz schon angeschnitten, gibt es eben auch die Erfahrung, dass Bewegungen aus minoritären Situationen die Herrschenden eigentlich dazu zu beträchtlichen oder, naja, zumindest von unten wesentlichen Zugeständnissen gezwungen haben. Da gibt es eben solche Beispiele wie zum Beispiel die Einführung der Sozialversicherungen. Die gehen nämlich nicht aufs Konto von Bismarck in erster Linie, sondern die gehen natürlich in erster Linie aufs Konto der Sozialisten, ja, der Gewerkschaftsbewegung,
die damals verboten wurde, illegalisiert wurde und wo man dieses Gesetz der Krankenversicherung, Sozialversicherung eingebracht hat. Ich habe es nochmal nachgelesen ins Parlament mit der Argumentation, man muss den Arbeitern zeigen, dass man nicht nur verbietet, sondern dass der Staat auch Angebote für die Arbeiterklasse hat. Das war die Argumentation. Und was sehr interessant dran war, das wusste ich auch nicht, die Sozialdemokratie hatte damals 1880er Jahre bei Wahlen, bei den letzten Wahlen, wo sie daran teilnehmen durfte, 8% der Stimmen gehabt. Ja, also es war überhaupt nicht so, dass die eine große politische Kraft gewesen wäre, sondern es war das schnelle Wachstum einer schwer zu berechnenden Bewegung. Und das kann man, glaube ich, auch an anderen Punkten nachweisen. Also die soziale Marktwirtschaft zum Beispiel, der Einführung 40er Jahre, Ende der 40er Jahre, auch das würde ich widersprechen. Das ging nicht auf Konto von Ludwig Erhard. Ludwig Erhard war ein knallharter Neoliberaler. Der hätte am liebsten auch Kapitalismus gesagt, aber das ging damals politisch nicht so gut. Kapitalismus war sehr diskreditiert nach der Krise und nach dem Weltkrieg als Begriff. Es gibt eine sehr schöne Studie von Uwe Fuhrmann über die Einführung der sozialen Marktwirtschaft und der skizziert also sehr überzeugend nach, dass die sozialen Elemente der sozialen Marktwirtschaft Ende der 40er Jahre eingeführt worden sind, weil es eine Streikwelle gab. Also Ende der 40er Jahre gab es Hungerrevolten, weil die Rationierung nicht gereicht hat. Und diese Streiks, Stuttgart zum Beispiel 48 gab es einen, wo die US-amerikanische Besatzungsmacht dann sogar Panzer auf die Straßen geschickt hat, um die streikenden Arbeiter so zur Besinnung zu bringen. Und das führte dazu, dass eben dann die sozialen Elemente zunächst als Diskurs auftauchen und dann aber auch zunehmend in Form von Sozialgesetzgebung. Und da muss man da auch sagen, oft auch eben erkämpft. Also zum Beispiel Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, das war ein Ergebnis davon, dass die IG Metall in Schleswig-Holstein 14 Wochen lang gestreikt hatte. 14, glaube ich. Also eine Reihe von wichtigen sozialen Errungenschaften der 40er und 50er Jahre, auch Rentensystem, waren also Folge von sozialen Kämpfen. Und ich glaube, das kann man an anderen Beispielen auch nachzeigen. Und ich will damit nicht sagen, dass Regierungspolitik egal wäre, sonst wäre ich ja auch nicht in der Linkspartei, sondern ich will damit sagen, wir müssen begreifen, dass der Staat eben eine Verdichtung von Kräfteverhältnissen ist, also der Staat, das ist natürlich, bleibt ein Staat sozusagen der Herrschende, ist ein Staat, der die Eigentumsverhältnisse schützen soll, das ist ja seine wichtigste Aufgabe, dass er die Eigentumsverhältnisse, und damit meine ich jetzt nicht, dass jeder vielleicht sein Fahrrad oder Auto hat, sondern damit meine ich, dass manche Leute wie die BMW-Eigentümer Aktien im Wert von mehreren Milliarden Euro haben oder die Aldis und so weiter, wie sie alle heißen, oder die Eigentümer von Amazon, dass diese hochkonzentrierten Eigentumsverhältnisse vom Staat geschützt werden sollen. Das ist die Hauptaufgabe des Staates. Aber der Staat wird natürlich auch durch soziale Kämpfe dazu getrieben, eben Dinge zu integrieren, die sozusagen die Interessen der unteren Klassen oder der Unterdrückten berücksichtigen oder auch jetzt in den letzten Jahrzehnten vielleicht zum Beispiel die Interessen von Frauen stärker zur Geltung zu bringen oder auch antirassistische Gesetze zu verabschieden. Und das, es ist also soziale Auseinandersetzung, gesellschaftliche Mobilisierung modifiziert diesen Staat. Der Staat ist also ein Kampffeld der Auseinandersetzung. Und diesem Ansatz, der nicht von mir kommt, das ist maßgeblich von Antonio Gramsci skizziert und dann weiterentwickelt worden von Nikos Poulantzas. Also so eine Theorie, dass der Staat sozusagen sich verändert und transformiert auch. Er bleibt ein kapitalistischer Staat. Das bedeutet natürlich eben auch, dass es Möglichkeiten gibt, ihn emanzipatorisch zu verändern. Und dass wir eigentlich eine politische Strategie brauchen, die gleichermaßen außerhalb wie innerhalb dieses Staates agiert, also außerhalb Bewegungen, die sich nicht einbinden lassen in die Institutionen, in die Logik der Parteipolitik. Paul, wir müssen hier gerade mal einen kleinen Break machen, weil nämlich in wenigen Sekunden dieser Facebook-Livestream abgeschaltet wird. Und ja, dann sind wir nur noch hier. Und ich glaube, die Facebook-Leute haben jetzt auch einen Hinweis bekommen, wie sie jetzt hier in Zoom weitermachen können. So, das wollte ich nur gerade just on time sagen. Habe ich dich jetzt irgendwo? Nee, ich habe schon gemerkt, dass du auch jetzt meintest, ich soll mal zum Punkt kommen. Ich wollte auch jetzt wirklich das abschließen. Deswegen habe ich gedacht, ich schaffe das vielleicht noch. Also ich will damit nur sagen, also ich glaube, man braucht, wenn man in dieses Feld sozusagen der Transformation auch von Institutionen sich hineinbegibt,
ist natürlich eine sehr starke Kraft, sozusagen sich anzupassen. Das haben wir ja bei allen Parteien erlebt oder zuletzt auch wieder bei den Grünen oder in Spanien bei Podemos. Also die Kraft sozusagen des politischen Betriebs, den Leuten den Zahn zu ziehen, ist sehr groß. Deswegen gibt es also Leute wie Joachim Hirsch, Politikwissenschaftler aus Frankfurt, die immer gesagt haben, naja, wir brauchen schon so eine Art wie Reformismus, der nennt das radikalen Reformismus, aber das muss ein Reformismus sein, der von außerhalb kommt, von außerhalb den Institutionen, der die Perspektive der sozialen Kämpfe, der Bewegungen einnimmt. Das finde ich also, hat einige Argumente für sich, aber ich glaube, andererseits muss man auch versuchen, sozusagen in die Institutionen hineinzuwirken, weil ich glaube, es gilt eben auch darum, diese Forderungen zu verlängern in die Institutionen hinein. Und man sieht ja jetzt zum Beispiel gerade in Berlin aktuell am Beispiel Mietendeckel, wie das sich eigentlich ganz produktiv verbinden kann. Also, dass es soziale Kämpfe gibt, eine Bewegung von Mieterinnen und Mietern zur Enteignung von Immobilienfonds und dann eben aber auch von einigen wenigen Abgeordneten durchgesetztes Gesetz, das eben die Mieten erstaunlicherweise gegen den Druck der Lobbys, gegen heftigen Widerstand jetzt reguliert. Und daran sieht man, dass eben Dinge auch sozusagen in diesem Feld der Staatlichkeit auch erreicht werden können und dass man tatsächlich also versuchen sollte, komplementär zu denken auf beiden Ebenen. Das ist jetzt auch alles nicht besonders sensationell, dass es so eine Dialektik gibt von radikalem Bruch und transformatorischer Arbeit. Das wissen Linke seit mindestens Rosa Luxemburg, also die alte Sozialdemokratie, die noch marxistisch war, die wusste das sehr gut, dass man langfristige Ziele und eine kurzfristige Umsetzungspolitik auch brauchte. Und was jetzt aber allerdings als Problem tatsächlich dazukommt und was ich in dem Buch vielleicht nicht ausdrücklich genug reflektiere, was zumindest bei allen Debatten jetzt immer aufpoppt, wenn ich spreche mit den Leuten, dass sie gerade jüngere Leute mich darauf hinweisen, dass das ja vielleicht die einzig vorstellbare Strategie gerade ist. Aber dass das Problem natürlich, irgendjemand ist in der Leitung, ja, Walli Röhrig hat sein Mikrofon offen. Also, Genau, danke schön. Aber das Problem daran ist natürlich, dass wir eigentlich die Zeit nicht haben. Also sowas, was ich jetzt gerade skizziere, ist, ja, lasst uns ruhig darauf vertrauen, dass Emanzipationskämpfe und Veränderungskämpfe auch langfristig wirken. Und die jüngeren Leute aus der Klimabewegung sagen natürlich völlig zu Recht, wir haben aber überhaupt diese Zeit nicht. Wir haben jetzt nicht keine Möglichkeit, auf 30 Jahre Transformation zu setzen. Wir haben jetzt vielleicht noch 5 bis, ja, nicht mal mehr 10 Jahre Zeit, um diesen Klimakollaps abzuwenden. Und wir brauchen eigentlich eine viel radikalere Politik oder viel radikalere Haltung. Und ich glaube, das stimmt. Und ich glaube, hier gilt es, beide Argumente in der Diskussion zu halten. Also man braucht eine Logik sozusagen, die nicht nur so große Versprechen, alles müsste anders sein. Also wir brauchen konkrete Ideen, was kann konkret transformiert werden. Aber wir brauchen auch ein Verständnis davon, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse sich radikal ändern müssen. Sonst werden sie sich sowieso radikal ändern. Das ist ja auch ein berühmtes Motiv in der Transformationsforschung, dass sie sagen, die Veränderung kommt sowieso. Die Frage ist nur, ob by design or by disaster, also entweder Ja. geplant oder eben als große Katastrophe. Naja, so einen Aspekt würde ich doch noch ansprechen wollen. Und zwar, sagen wir mal, wir reden hier sozusagen aus der Bundesrepublik als die Leute, die also auch am meisten verbrauchen von diesen ganzen Ressourcen. Und wir fangen jetzt als Linke an, also den Verzicht zu predigen. Und da gibt es aber eine Mehrheit auf dieser Welt, die verdammt nochmal auch so gut leben möchte wie wir. Ne? Und sag mal, das ist für mich ein schwer auszuhaltender Widerspruch. Und wie sollen wir damit umgehen? Ne? Ja, ich glaube, also ich glaube, den Begriff des Verzichts würde ich überhaupt nicht in den Mund nehmen, weil ich glaube, dass wir, weil dadurch lassen wir uns sozusagen so framen. Also wir ordnen uns schon sowas ein, wie als ob der Konsumismus eine Errungenschaft gewesen wäre der Arbeiterklasse. Ja? Also es war ja eine Form, eigentlich eher eine Strategie der Einbindung in die Bedürfnisse des Kapitals. Ja? Also natürlich ist es schön gewesen, als die ersten Spülmaschinen und die ersten Kühlschränke in die Haushalte von armen Arbeitern kamen oder armen Leuten. Die Frauen waren sicherlich sehr dankbar, dass sie
Waschmaschinen bekam, also Frauen, weil es tatsächlich damals nur Frauen solche Arbeit machen mussten. Und das war natürlich großartig. Aber ist völlig klar auch, dass die Konsumkultur längst nicht mehr was zu tun hat mit den Bedürfnissen von uns, sondern den Bedürfnissen des Kapitals folgt. Also das ist genau auch sowas, was ich in dem Zombie-Kapitel am Anfang des Buches zumindest kurz zu skizzieren versuche, dass wir eigentlich ein Verkehrsmodell verfolgen, was uns überhaupt gar keine Freude bereitet. Und ich würde auch behaupten, also die Arbeiter, über die es ja viel jetzt auch geht im Zusammenhang mit der Automobilindustrie, also mit die Leute der Schichtarbeiter, der nicht auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen kann, der ist ja nicht freiwillig am Tag 2 Stunden im Auto unterwegs, sondern der macht das, weil er sich in der Regel das nicht leisten kann, direkt bei der Fabrik zu mieten. Ja, der muss so lange pendeln. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sozusagen diese Autofahrten machen, weil uns das so toll gefällt. Und ich glaube, dass das in vieler Hinsicht so ist. Also ich glaube, wenn sich unsere Lebensweise verändern würden, dann würde möglicherweise Gegenstände wegfallen, aber wir würden viel gewinnen. Also wir würden Raum gewinnen, um uns zu begegnen. Wir würden Stadtraum wieder haben, wo wir Gärten anlegen können. Und wir würden vor allem wieder Zeit haben. Das ist ja das große Versprechen, um das es eigentlich geht. Wenn weniger produziert wird, muss weniger gearbeitet werden. Und wenn weniger gearbeitet wird, haben wir mehr Zeit für unsere Freunde, Familien und das, was uns wichtig ist. Und das ist, glaube ich, ein großes Versprechen. Und so sollten wir das auch darstellen und auch uns selber bewusst machen. Der Und andere Punkt, glaube natürlich ich, auch um eine globale Umverteilung genau, und das dabei. ist jetzt der Das ist zweite auch Punkt, nicht genau, da, einfach, den Leuten hier zu vermitteln. genau. Und ich glaube, das mit der globalen Umverteilung ist auch viel weniger dramatisch, als es auf den ersten Blick erscheint. Also wir reden zum Beispiel ja viel, dass China so steigende Emissionen hat. Aber wenn man rausrechnet, was sie als Exporte wiederum für uns produzieren, dann ist es längst nicht so dramatisch. Also es ist ja die Zahlen, die Verbesserung zum Beispiel auch der Luftqualität in Europa hat auch natürlich auch damit zu tun, dass viele Industrien, die für unseren Konsum produzieren, dass die angesiedelt sind oder sagen wir für unseren, für den Konsum der globalen oberen Klassen produzieren, dass die sich mittlerweile in China befinden. Das ist der Grund, warum also die Emissionen in China stark gestiegen sind. Natürlich bleibt nichtsdestotrotz richtig, dass auch der Massenkonsum in China oder Indien oder auch in Lateinamerika gewachsen ist. Aber ich glaube, wir sollten an dem Punkt auch nochmal deutlich machen, also es ist auch nicht nur ein Problem Nord gegen Süd, sondern es ist auch ein innergesellschaftliches Klassenproblem. Es sind also sehr interessante Zahlen, wenn man sich das anguckt, ungleiche Emissionen nach oberen Einkommensgruppen. Da gibt es also sowohl Zahlen zu von Oxfam als auch von Piketty, teilweise auch Sachen aus dem Umweltbundesamt. Und ich war wirklich sehr erstaunt, als ich das gelesen habe. Also in den USA ist es so, dass die obere 1%, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 20 Mal den Durchschnittsverbrauch eines US-Amerikaners hat pro Kopf. Also nicht Verbrauch, sondern Emissionen, also die Kohlendioxidemissionen des oberen 1% sind 20 Mal so hoch wie die des US-amerikanischen Durchschnitts. Auch in Deutschland ist es so, dass die oberen 10% etwa 5-mal so viel CO2-Emissionen haben wie die unteren 40 oder 50%. Das ist natürlich alles nur so kalkulierte Rechnung, aber das ist schon einleuchtend, wenn man weiß, also Yachten und Privatjets und große Wohnungen oder mehrere Häuser, dass das dann natürlich alles viel größeren ökologischen Fußabdruck hat. Und wir müssen begreifen, dass also so eine Beschränkung des Konsums, des Luxuskonsums der globalen oberen Klassen wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre, natürlich geht es auch um eine Klimagerechtigkeit zwischen Nord und Süd. Also wir müssen unbedingt auch dass auch eine Reformpolitik entfalten, die hier Dinge kassiert, um sie im Süden zu verteilen. Also ich finde, Teil eines linken Reformprojekts müsste eine Klimagerechtigkeitssteuer sein, die also die CO2-Emissionen hier besteuert und das Geld verteilt an Betroffene im globalen Süden. Es würde drittens meiner Ansicht nach darum gehen, dass wir einen neuen Begriff entwickeln von gutem Leben und dass wir dann viertens, weil wir natürlich keinen Einfluss darauf haben, wie sich die Chinesen oder Inderinnen und Inder entscheiden, es macht auch keinen Sinn, wenn wir an die appellieren. Aber ich glaube, was wir nicht unterschätzen dürfen, das europäische oder das atlantisch-nordamerikanisch-europäische Lebensmodell
hat bis heute eine globale Ausstrahlung, was ja sogar so weit geht, dass die Leute unser schlechtes Essen kopieren, ja, oder das schlechte Industrieessen und jetzt so Hamburger essen in China, wo das Essen viel besser ist und viel gesünder. Und ich glaube, wenn sich unsere Lebensweise in Europa und in den USA ändert, dann hätte das eine große globale Ausstrahlungskraft. Und darauf müssen wir setzen. Das ist sowieso eben ein großes Problem, dass wir eigentlich begreifen, die Probleme sind global. Wir brauchen eine globale Transformations- oder vielleicht sogar Revolutionsstrategie. Aber die politischen Handlungsräume, in denen wir leben, sind nach wie vor eigentlich nationalstaatliche. Jetzt in Europa vielleicht die Europäische Union, aber die ist ja eigentlich auch nur eine Art großer neuer Nationalstaat. Und wir können einfach nicht, man kann natürlich sagen, wir wollen die Weltrevolution, aber das ist ja nicht mehr als ein Lippenbekenntnis. Also man muss auch eine global aufgestellte oder global projizierte Transformationsstrategie vor Ort beginnen, lokal beginnen, aber eben dann auch im Rahmen des eigenen Nationalstaats oder des eigenen politischen Gefüges, sagen wir es mal lieber so.